Herzlich willkommen im Golfclub Tos Horst. Wir befinden uns hier am Bahn 3, eine Bahn, die nicht nur für Anfänger, sondern auch für ambitionierte Golfer eine Herausforderung darstellt. Wie auch an vielen anderen Bahnen haben wir hier auch einen Oxer, der die ein oder andere Schwierigkeit immer wieder ins Spiel bringt. Ja, hallo und Glück auf. Wir befinden uns hier auf der Bahn 3, einem Par 4 mit 323 Metern. Und wir haben hier ein paar Besonderheiten. Links das Wasser und rechts auch der Oxer. Und wenn wir dann hinterher aufs Grün spielen, befinden sich auch noch dahinter drei Bunker, auf die wir gleich achten müssen. Liebe Grüße an den Golfclub Schloss Horst. Nicht weit von meiner Heimatstadt entfernt ist der Golfplatz auf jeden Fall einen Ausflug wert. Jetzt erkläre ich euch Loch 3. Das dritte Loch ist mit 323 Metern nicht besonders lang. Um das Wasserhindernis und den Oxer aus dem Spiel zu nehmen, schlage ich meinen Driver direkt Richtung Grün. Gerade im Sommer, wenn der Boden etwas trockener ist, kickt der Drive vielleicht direkt aufs Grün und ich habe die Chance auf einen Eagle. Ja, hier liege ich nun also, ein bisschen Angst gehabt, links vom Wasser und jetzt liege ich halt ein bisschen weiter rechts und wie man sieht, nach oben kann ich kaum wegspielen, gerade zu fahren, habe ich die Bäume, flach auch rausspielen ist schwierig, da ist der Oxer. Max, was soll ich machen? Ich brauche bitte deine Hilfe. Und außerdem, Max, würde mich noch Folgendes interessieren, ich habe früher selber mal European Tour gespielt, allerdings im Poolbillard, nicht im Golf. Da hat ein Turnier 2 Stunden bei uns gedauert, ein Spiel. Und wie schaffst du es wirklich halt, über 5, 6 Stunden die Konzentration aufrechtzuerhalten? Hast du da einen Verpflegungstipp während der Runde? Das würde mich noch interessieren. Das ist eine schwere Lage. Rechts im Rough. Die Bäume versperren den Weg zum Grün. Also brauchen wir eine relativ große Links-Rechts-Kurve. Ein Slice. Den spielen wir, indem wir erstmal die Ballposition ein bisschen nach links legen. Füße, Hüften und Schultern zeigen dahin, wo der Ball starten soll. Also so 3, 4 Meter links von den Bäumen hier. Und die Schlagfläche zeigt dahin, wo der Ball landen soll. Also im Optimalfall direkt neben der Fahne. Wenn die Ausrichtung passt, kann man eigentlich gar nicht mehr so viel falsch machen. Ich mache jetzt eigentlich einen ganz normalen Schwung entlang der Körperlinie. Ja, über 18 Loch die Konzentration aufrecht zu erhalten, ist nicht immer ganz einfach. Deswegen ist es auf jeden Fall ein kleiner Tipp, vielleicht zwischen den Schlägen ein bisschen abzuschalten, mit den Flightpartnern zu reden, vielleicht die Natur zu genießen, um so ein bisschen ja, runterzukommen, ein bisschen Energie zu sparen. Und Ernährung ist auch ganz wichtig. Ich esse immer Riegel auf der Runde, dass ich den Zuckerhaushalt ausgeglichen habe, dass der nicht einsackt. Und was natürlich auch hilft, ist, wenn man ein bisschen Fitnesstraining macht, um dann die nötige Ausdauer zu haben, um bis zum letzten Loch voller Energie zu sein. Hey Max, vielen lieben Dank auf jeden Fall für deinen Tipp aus der schweren Lage hier. War gar nicht schlecht. Habe ich schon deutlich schlechter gesehen von dir. Was? Werd mal nicht frech hier, der war ganz okay. Kann ich mitleben, wirklich.